MINT steht als Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften mit Anwendung in der Technik. Der Bachelorstudiengang erstreckt sich über 3 Jahre. In den ersten 2 Semestern findet die sogenannte Orientierungsphase statt, wo die Studierenden einen Mix aus diesen 3 Fächern hören und dann also eine kompetente Entscheidung treffen können, worin sie die Spezialisierung anschließen möchten. Damals, als ich Abitur gemacht habe, habe ich mich für alle 3 Fachgebiete interessiert und konnte mich nicht so richtig entscheiden, was ich machen möchte. Und bin dann auch übers Internet darauf gekommen, dass es hier den Studiengang gibt, der alle 3 Fächer abdeckt. Es ist so in Chemnitz, dass wir eine relativ kleine Uni haben und dadurch auch kleinere Fakultäten. Dadurch ist das Betreuungsverhältnis viel enger. Also es ist wirklich familiärer, man kennt die Profs, geht unter anderem auch in Vorlesungen, weil sie eben der Prof hält, weil man weiß, dass der fachlich gut ist oder man sich besonders gut mit ihm versteht. Und auch wenn man Probleme hat in der Übung oder wenn man generell feststellt, okay, das ist mir jetzt zu schwer, kann man durchaus den Prof anschreiben und der hilft einem dann auch. Die Stadt Chemnitz ist nicht nur interessant, weil die Mieten sehr gering sind, sondern auch, weil es an sich sehr guter kultureller Aufschwung gibt jetzt hier. Es schon viel Spaß macht und es auch relativ viele Aktivitäten für Studierende gibt, die man für sich in Anspruch nehmen kann. Aus meiner Perspektive bietet es sich natürlich an, dann in der Vertiefung weiter zu studieren, die man gemacht hat. Soweit ich weiß, gibt es da auch viele Möglichkeiten in der Industrie zum Beispiel, gerade auch Softwareentwicklung, wo dann für verschiedene Problemstellungen dann einfach man einen Programmierer hat, der es programmieren soll und einen Anwender, der es anwenden will, aber die Schnittstelle fehlt. Also man weiß nicht, wie kann man das jetzt umsetzen und da kommt dann natürlich MINT in Frage. Der Studiengang ist sehr gut geeignet für AbiturientInnen, die in all diesen 3 Fächern oder generell in Mathematik und Naturwissenschaften Interessen haben und noch nicht genau wissen, was vielleicht sie studieren möchten von diesen Fächern. Ferner ist es gut geeignet für junge Menschen, die schon vorab a priori wissen, dass sie interdisziplinär arbeiten möchten, nicht rein in ein Gebiet einsteigen wollen, sondern eben interdisziplinär und auch mit großem Anwendungsbezug arbeiten möchten.